So Leute, ich bin's mal wieder, euer Grand Warlord hier. Heute für euch ein neues Video und in diesem Video analysiere ich für euch den gestern erschienenen Trailer zu Revelations. Und es gab doch ein paar Sachen, die man vielleicht nicht aufs erste Mal gesehen hat. Und ja, dafür bin ich ja da. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch. Wir haben ja schon im Vorfeld gewusst, dass es ein paar Kartenausschnitte zu sehen gibt aus den alten COD-Teilen. Und ich habe mir jetzt mal ein paar notiert. Ich hoffe, es sind jetzt alle. Wir haben Spielausschnitte gesehen aus Mob of the Dead, Kino der Toten, Origins, Nacht der Untoten, Shangri-La und der Eisendrache. Es kann sein, dass ich jetzt eine Karte vergessen habe, aber ich glaube, im Wesentlichen waren es jetzt alle, die wir gesehen haben. Und ich kann mir das so vorstellen, dass wir eventuell immer in diesen Map-Abschnitten irgendwas holen müssen, beziehungsweise irgendwas machen müssen. Wie man da hinkommt, entweder kann man wie so durch ein Portal gehen oder man teleportiert sich aber hin, also da gehe ich davon aus. Und ja, mehr sehen wir dann im nächsten. Was auch noch interessant ist, wir haben die Little Arnis gesehen und ich schätze mal, die werden in dieser Karte als Affen navigieren, beziehungsweise als Affen gehandelt werden. Das heißt, sie werden, schätze ich mal, nur Little Arnis bekommen. Was auch sehr interessant ist, wir haben die Shadows of Evil Wunderwaffe, den Apothecan Servant, wieder gesehen. Und wir haben ja in einem Interview von Jason Blunder gesagt, dort hat, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Noah Jay oder Mr. Dalek ihn gefragt, ja, Jason, kann man eigentlich die Wunderwaffe aus Shadows of Evil verbessern? Man kann sie nicht verbessern. In Shadows of Evil war seine Antwort. Und ja, ist natürlich wieder sehr kryptisch formuliert, aber man kann drauf kommen. Und zwar, ich schätze, er hat es so formuliert, um zu sagen, dass man sie in irgendeiner anderen Karte verbessern kann. Und wir haben jetzt in dem Revelations Gameplay Trailer gesehen, dass die Wunderwaffe aus Shadows of Evil wieder da sein wird. Und ich bin mir nämlich zu 100% fast sicher, dass man sie in Revelations verbessern kann. Wir haben auch noch die Schwerkraftstacheln gesehen aus Schwerkraftstacheln aus der Eisendrache. Und was auch sehr interessant war, links neben den Schwerkraftstacheln, ich werde hier mal dieses Bild anhalten, sehen wir wie so einen Schaltpanel für irgendwas, beziehungsweise dort leuchten diese verschiedenen Lampen und vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, welche Dimension gerade aktiv ist, beziehungsweise wo wir hin können. Ist jetzt reine Spekulation, ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, dass dieses Schaltpanel definitiv des Öfteren noch unser Augenmerk auf sich lenken wird. Wir haben des Weiteren Zombie-Bosse gesehen, und zwar einmal den Magwa, den wir schon aus Shadows of Evil kennen, und dann auch sowas wie ein Lava-Monster. Ich schätze mal, die werden vom Schwierigkeitsgrad her recht ähnlich sein. Und ja, des Weiteren haben wir noch das Schild gesehen. Quick Revive haben wir noch kurz rechts im Bild mal gesehen bei den Little Arnis. Des Weiteren noch ein paar Wandwaffen. War jetzt aber meiner Meinung nach nicht so interessant wie folgendes Thema. Und zwar sehen wir hin und wieder mal eigentlich fast die ganze Zeit das Zentrum, ich nenne es mal das Herzstück der Karte und ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Es ist wie so ein Konstrukt, das mit Energie gefüllt ist und ja, so Blitze in alle Richtungen schießt. Ich bin mir nicht ziemlich sicher, dass unter diesem Konstrukt, unter diesem Gebilde, ja, dieser Ahnenkeller ist, beziehungsweise da soll es tief nach unten gehen und dort haben wir auch schon über Snapchat diese Bilder gesehen von den Ahnen, diese Steinahnen, die da gemeißelt worden sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch ja, ein wesentlicher Teil des Easter Eggs sein wird. Ja, was auch sehr interessant ist, vor diesem Konstrukt sehen wir sowas wie ein Altar, den werde ich auch mal einblenden. Ich schätze, da kann man bestimmt auch irgendwas opfern oder irgendwas machen. Was auch sehr interessant ist, wir haben ja diesen Apothecan am Ende gesehen. Drunter war übrigens noch Packet Punch und er hat wie so alles in sich hineingesaugt, alles aufgefressen. Ich schätze mal, dass wir gegen ihn auch noch kämpfen müssen. Und was hier sehr interessant war, wir haben zwischendurch mal einen Keeper gesehen. Also im Prinzip einen guten. Und hier ist die Frage, die sich mir gestellt hat, sind diese Keeper jetzt auf unserer Seite? Um die Apothecans zu bekämpfen, das ist ja im Prinzip ihre Lebensaufgabe. Sie leben ja im Prinzip nur, um ja das Böse abzuhalten beziehungsweise als Wächter zu dienen. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie, ja, sag ich mal, nicht auf unserer Seite stehen, weil Richtofen ihnen damals halt den Summoning Key geklaut hat. Aber wir werden sehen. Was auch noch sehr interessant ist, und das Bild werde ich jetzt noch als letztes einblenden, und zwar sehen wir auf diesem Bild einen Ausschnitt aus Kino der Toten war es jetzt, also in Revelations. Und davor steht Nikolai mit der Wunderwaffe und im Hintergrund sehen wir eben diese Ahnen. Und diese Ahnen haben, wir haben es auch schon erfahren,
Rauchstäbe gehabt, jedoch die Originalen. Ich weiß nicht, wenn ihr es noch nicht wisst, in Origins, die Stäbe waren Nachbauten. Es waren nicht die originalen Stäbe. Und man vermutet, dass die originalen Stäbe sogar noch stärker gewesen sind. Und ja, im Hintergrund sehen wir diese Ahnen. Wir haben in diesem Keller unter dem Konstrukt auch noch die Ahnen gesehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, irgendwas wird mit diesen Ahnen auch noch passieren. Vor allem in Shadows of Evil haben wir an der Wand auch noch dieses Ahnenbild gesehen. Primus stand da drauf und die Ahnen waren anscheinend, ja, wie soll ich sagen, sehr mächtige Leute, ich weiß nicht, sehr mächtige Männer, sagen wir es mal so. Und wer weiß, vielleicht müssen wir auch noch Kontakt zu denen aufnehmen, dass sie uns vielleicht Tipps geben. Vielleicht haben die ja vor 500 Jahren auch das gleiche Problem gehabt und mussten auch gegen die Apothekens kämpfen. Weil wir wissen ja, dass vor vielen Jahrhundert Jahren ein großer Krieg stattgefunden hat zwischen Keepern und Apothekens. Und den Keepern ist es gelungen. Wie das genau eben gelungen ist, weiß keiner. Vielleicht auch wieder mit Hilfe dieser Ahnen. Ja, sie zu verbannen, die Apothekens zu verbannen. Und ja, ich würde sagen, jetzt wird's zu viel Spekulation. In dem Sinne beenden wir das Video. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Am Dienstag nächste Woche ist es soweit. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, die Frage wollte ich noch kurz ansprechen. Und zwar haben viele Leute unter dem offiziellen Trailer kommentiert, ja, ich bin ziemlich enttäuscht. Es gibt irgendwie keine neue Wunderwaffe und Stäbe gibt's auch nicht. Und ich würde sagen, wartet erstmal ab. Ich meine, wenn wir zurückschauen in der Eisendrache, dort in Eisendrache, haben wir nur den ganz normalen Bogen im Trailer gesehen. Was rausgekommen ist, man konnte den Bogen in vier verschiedenen Elementen verbessern. Und ich bin mir ziemlich sicher, die haben sich das Beste aufgespart fürs Gameplay. Und ja, das Beste haben wir sozusagen noch nicht gesehen. Und es wird definitiv noch was kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ansonsten war es jetzt fürs Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video auch schon wieder. Und bis dahin, schönen Tag, haut's rein, euer Rindwarlord.